Drohne im Wasser gelandet ist. Hi, wir sind Annika, Roman und das ist unsere Hündin Milou und wir befinden uns auf Europareise mit dem Van. Heute hieß es, den Fluss Remania unsicher zu machen. Dazu leiten wir uns ein Kanu aus und erkundeten den Nationalpark Muskowitsch vom Fluss aus. Das glasklare Wasser, die atemberaubenden Wasserfälle haben uns den Atem geraubt und dank unserer Drohne konnten wir auch alles einfangen, bis das Unvermeidliche passierte. Ich fühle mich gerade überhaupt nicht danach, ein Video zu machen. Wir waren gerade mit dem Kanu draußen. Richtig schön. So schön, dass wir die Drohne haben steigen lassen. Ja, die Drohne im Wasser gelandet ist. Also, so sieht es aus. Neuer Reis oben drauf. Und das Glas wird umfunktioniert für den Akku. Wenn wir viel Reis essen in der nächsten Zeit, wenn ich. Nee, genau. 5 Tage machen wir überhaupt nichts damit. Und dann habe ich irgendwie noch was für Nervennahrung geholt. Mit einer nassen Drohne und einer ganzen Menge Reis im Gepäck ging es weiter auf die Insel Park. Dort fanden wir einen wunderschönen Stellplatz mitten am Meer. Dieser Platz war so schön, dass wir glatt 2 Tage dort geblieben sind, bis wir aufgefordert wurden, den Platz zu verlassen. Good morning in the Mittag. Wir sind schon wieder on the road. Wir hatten jetzt die letzten 2 Tage einen super ruhigen, leicht illegalen Stellplatz. Was uns heute jemand vom Ordnungsamt ein ganz lieb gesagt hat. Ja, nee, also der hatte wohl am Wochenende frei, was gut für uns war. Dementsprechend haben wir da jetzt schön stehen können. Wir sind ja auch Leute, die alles so verlassen, wie wir es vorgefunden haben, wenn nicht sogar besser. Ne? Wir dann aber auch ganz schnell haben wir so Sachen zusammengepackt und sind gefahren und keinen Ärger bekommen oder sowas. Also alles gut. Und jetzt geht es für uns nach Zadar. Verlassen die Insel Park. Waren jetzt hier 2 Tage, das hat uns erstmal gereicht. Und jetzt wollen wir ein bisschen wieder in eine Großstadt und steuern heute Abend eine Dusche an. Also ab nach Zadar. Und Annika und ich waren echt positiv überrascht, kann man fast schon sagen. Zadar hat eine wunderschöne Altstadt, eine herrliche Promenade und die Meeresorgel. Das Meer bzw. die Wellen, die ans Ufer schlagen, bringen die Orgel zum Spielen. Nach meiner persönlichen Entspannung hieß es, die Frau glücklich machen. Und wie macht man das am besten? Na klar, asiatisch. Ich bin der glücklichste Mensch gerade, weil wir mal was anderes essen als Nudeln. Wir essen asiatische Nudeln. Also seitdem wir unterwegs sind, gibt es nur Italiener überall. Also oder italienisches Essen oder halt jetzt typisch kroatisches Essen hier und hast du nicht gesehen. Und so gerne ich das Essen mag, bin ich auch sehr, sehr gerne mal in einem Thai, in einem Vietnamesen. Also so einfach anderes Essen mal wieder. Und ich freue mich so, weil wir jetzt hier tatsächlich thailändisches Essen und Sushi bestellen konnten. Und da freue ich mich total drauf, einfach mal was anderes zu haben. Schatz. Es will keiner wissen, was wir hier essen. Doch, guckt an, wie lecker das ist. Ich habe einfach nur Hunger. Und Sushi.